Wir haben auch erfahren, dass es etwas zum Thema Gesundheitskompetenz und Selbstmanagement gibt, dass man hier Begriffe auch auseinanderhalten kann und sollte, aber gleichwohl ist wichtig, dass Gesundheitskompetenz auch eine Voraussetzung ist, um Selbstmanagement zu ermöglichen. Der Vortragstitel heißt jetzt Selbstmanagement braucht Gesundheitskompetenz, aber wie gut ist die Gesundheitskompetenz? Und niemand ist kompetenter als Frau Professor Dr. Doris Schäffer, uns das mitzuteilen. Denn, liebe Frau Schäffer, Sie sind nicht nur seit 1997 Professorin für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld, sondern als seit 2018 auch Seniorprofessorin, sondern Sie haben gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung den Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz initiiert. Sie haben sehr viele Studien zu diesem Thema gemacht. Aus diesem Fundus werden wir jetzt hören und schöpfen dürfen. Und wir freuen uns, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Liebe Frau Schäffer, Sie haben jetzt das Wort. Ja, vielen Dank für die nette Einladung und Einleitung. Jetzt wollte ich Frau Lorig danken, ich sehe sie gerade nicht. Ich war jedenfalls jetzt sehr bewegt von diesem Vortrag. Ich wollte etwas zu Beginn zu meiner Person sagen, wie ich zum Thema Gesundheitskompetenz gekommen bin und auch zum Thema Selbstmanagement, was mir heute nochmal sehr deutlich geworden ist. Ich habe mich in meiner Berufsbiografie eigentlich über viele, viele Jahre bis heute mit dem Thema Bewältigung chronischer Krankheit beschäftigt und das ganz oft aus subjektiver Perspektive, weil ich eigentlich aus einer Forschungstradition komme, die ich jetzt etwas verlassen habe, nämlich aus der qualitativen Forschung. Und wir haben uns immer wieder damit beschäftigt, wie bewältigen Menschen eigentlich diese vielfältigen Herausforderungen, die mit einer chronischen Krankheit einhergehen. Und wir haben immer wieder gesehen, sie haben zu wenig Unterstützung. Und von da aus galt mein Interesse eigentlich immer wieder der Suche nach Möglichkeiten, nach Interventionen, sie zu unterstützen. Wir haben uns am Anfang in Bielefeld lange mit dem Thema Case Management beschäftigt. Dann auch mit dem Thema Selbstmanagement und dann hörte ich irgendwann die ersten Daten zur Gesundheitskompetenz und dachte, ja, das ist es. Wir setzen mit vielen Interventionen falsch an. Das zeigte damals zeigten die Ergebnisse der ersten Studie, der europaweiten Studie, die in Brüssel damals vorgestellt wurde. Und ich dachte, ja, wenn wir mit der Patientenedukation vorankommen wollen, und ich glaube, das ist das Oberthema Patientenedukation, dann müssen wir uns auch mit Gesundheitskompetenz beschäftigen und diesen Daten, damit wir diese Themen weiter voranbringen können. Das hat mich motiviert, mich mit Gesundheitskompetenz, wie gesagt, zu beschäftigen. Dankeschön. Und das hat mich auch motiviert zu sagen damals, ich werde sozusagen auch Forschung auf Seiten der Forschung in dieses Thema einsteigen. Denn dazu kam, dass damals die erste Studie, also die europaweite Studie, von Deutschland aus nur mit einem einzigen Bundesland vertreten war und das war Nordrhein-Westfalen. Wir hatten also keine deutschlandweiten Daten. Das hat mich motiviert, mich mit diesem Thema, wie gesagt, auf der Ebene der Forschung auseinanderzusetzen. Aber ich gehe jetzt einen Schritt zurück nochmal, denn auch ich wurde gebeten, mich mit den Konzepten auseinanderzusetzen von Marie-Louise Dirks. Und das habe ich am Anfang getan. Es gibt es will nicht gehen. Es geht nicht vorwärts. Nein, das ist die falsche Präsentation. Okay, ich kann ja mal weitermachen. Vielleicht kommt sie irgendwann. Ah, da ist es. Jetzt ist Frau Lorig da. Erlauben Sie mir noch ganz ein kurzes Dankeschön für Ihren Vortrag und auch dafür, dass Sie sich mit dem deutschen Nationalen Aktionsplan auseinandergesetzt hat, denn normalerweise setzen wir uns immer mit amerikanischer Literatur auseinander, aber andersrum ist es eher selten. Vielen Dank also. Ja, also wir haben jetzt lange Definitionen über Selbstmanagement gehört. Meine ist etwas anders, aber weist viele Überschneidungen auf. Ich würde sagen, bei dem Thema Selbstmanagement bei chronischer Erkrankung geht es darum, um die Fähigkeiten, die zum aktiven, selbstbestimmten Management der Krankheitssituation und sich den dabei aus Sicht der Erkrankten stellenden Probleme
und Entscheidungen. Und darum diese eben sozusagen, ja, darum, und das schließt aus meiner Sicht den Umgang mit Informationen ein. Ich habe hier die Entscheidung reingenommen. Ich glaube, dem würde Frau Lorig nicht zustimmen. Aber ich habe von ihr speziell gelernt, dass es beim Selbstmanagement eben immer ganz strikt um die Sicht der Erkrankten und die sich den Erkrankten stellenden Probleme gibt. Und ich glaube, das müssen wir im Kopf behalten. Denn das zeichnet Selbstmanagement-Förderung und Unterstützung aus meiner Sicht aus und unterscheidet es auch von vielen anderen Interventionen. Eben haben wir noch gehört, dass der Schwerpunkt ein spezieller ist und eher auf dem Bereich sozusagen der psychosozialen Fähigkeiten und Kompetenzen liegt, so würde ich das zusammenfassen. Gesundheitskompetenz meint nur in Anführungsstrichen oder einzig und allein die Fähigkeit zum Umgang mit Informationen, die Menschen benötigen, um zu tragfähigen Urteilen, wir haben es eben auch schon gehört, und Entscheidungen zu gelangen, von denen die Gesundheit profitiert. Gesundheitskompetenz ist also sozusagen ein schmaleres Konzept und hat einen anderen Fokus. Es geht einzig und allein um den Umgang mit Informationen. Selbstmanagementförderung ist breiter und wie gesagt, der Fokus liegt eher auf den psychosozialen Kompetenzen. Aber aus meiner Sicht kann Selbstmanagement nicht funktionieren, deshalb steht es unten drunter, ohne auch Gesundheitskompetenz aufzunehmen und ohne die Fähigkeit zum Umgang mit Informationen zu integrieren. Und so gesehen ist Gesundheitskompetenz Bestandteil. Die Basis würde ich jetzt nach den Ausführungen von eben etwas in Frage stellen, aber sie ist Bestandteil von Selbstmanagement und von Selbstmanagement-Unterstützung. Woher kommen beide Konzepte? Beide Konzepte haben mit dem Wandel der Patientenrolle zu tun. Beide Konzepte haben sind vor dem Hintergrund der Emanzipationsbewegung in den 70er Jahren zu verstehen, in denen es eben darum ging, die Patientenrolle von der traditionellen passiven, bevormundeten Patientenrolle zu einer Patientenrolle weiterzuentwickeln, wo der Patient eben selbstbestimmt handelt, selbstbestimmt entscheidend und wo er sozusagen in der Metapher des informierten Patienten kommt das ja gut zum Ausdruck. Und damit einhergehend gewinnt Information natürlich nochmal extrem an Bedeutung. Und die Situation in Deutschland und vielleicht weltweit, aber in Deutschland extrem, war die, dass lange Zeit aber ein Mangel an gesundheitsbezogenen Informationen existierte. Noch bei der Gründung der unabhängigen Patientenberatung der UPD im Jahre 2000 war das die Begründungsrhetorik. Haben wir gesagt, wir haben nicht genug Patienteninformationen und deshalb brauchen wir diese Beratungsstellen. Und das ist heute, können wir heute, glaube ich, sagen, das gehört der Vergangenheit an. Ausgelöst durch die Digitalisierung haben wir eigentlich überall eine wachsende Anzahl und Vielfalt an Informationen, die jedem, jederzeit zur Verfügung stehen. Denn wir haben auch sehr viel mehr Informationsquellen zur Verfügung. Und darunter sind auch paar Fachinformationen inzwischen, die prinzipiell jedem zugänglich sind. Aber diese Entwicklung hat eine Schattenseite und das wissen wir spätestens seit Corona und wir sehen es jetzt auch während des Ukraine-Kriegs sehr genau, denn auch Fehl- und Falschinformationen haben zugenommen, manipulierte Informationen und gefährliche Informationen expandieren und es sind mediale Gegenwelten entstanden, in denen Empiriker das Wort haben und nicht Empiriker. Und damit einhergehend haben sich die Anforderungen an den Umgang mit Informationen sehr stark verändert. Längst geht es heute nicht mehr nur um Selbstbestimmung und Emanzipation, sondern es geht darum, mit der Eigendynamik der digitalen Informationsgesellschaft und ihren Folgen umzugehen. Und aus meiner Sicht ist dadurch Gesundheitskompetenz nochmal sehr viel wichtiger geworden. Und natürlich auch das Thema digitale Gesundheitskompetenz. Es fragt sich aber, wie es der Bevölkerung überhaupt gelingt, damit umzugehen. Und dazu möchte ich jetzt ein paar Daten vorstellen, werde mich also stärker in meinen Ausführungen mit Fakten beschäftigen, weniger mit Fragen der Finanzierung. Und ich beziehe mich dazu auf die letzte Gesundheitskompetenzstudie, die wir durchgeführt haben, den sogenannten HILSGER-2, den wir im letzten Jahr veröffentlicht haben, der an diese europäische Studie, die ich vorhin erwähnte, anschließt, auch an die erste deutschlandweite Studie, die wir durchgeführt haben.
Und diese Studie ist Teil einer internationalen Studie des HLS 19, geleitet von Jürgen Pelikan, an der 17 Länder teilgenommen haben. Dieser Bericht ist gerade am Anfang des Jahres erschienen. Ich beziehe mich aber überwiegend auf die deutschlandweiten Daten und komme zu dem wichtigsten Ergebnis, das ich Ihnen hier zeige. Es befindet sich in dem größeren Kreis. Nach der letzten Studie, die wir durchgeführt haben, haben 58,8% der Bevölkerung in Deutschland eine geringe Gesundheitskompetenz. Und das heißt, sie haben große Schwierigkeiten, mit Gesundheitsinformationen umzugehen, sie zu finden, sie zu verstehen, sie zu beurteilen und auch sie anzuwenden. Mit diesem Datum müssen wir leider zu der Feststellung kommen, dass sich die Gesundheitskompetenz in Deutschland verschlechtert hat. Wenn wir die Entwicklung betrachten, obwohl wir alle Studien vielleicht nicht direkt vergleichen können, können wir aber sehen, dass von der ersten Studie aus, an der Nordrhein-Westfalen nur beteiligt war, bis hin zur jetzigen Studie eine kontinuierliche Abwärtsbewegung ist. Denn in der ersten Studie, wie gesagt, bezogen auf Nordrhein-Westfalen, hatten wir noch einen Anteil von 46,7% geringer Gesundheitskompetenz. Und jetzt befinden wir uns sehr viel höher. Weil uns selber diese Zahl erstaunt hat, haben wir einen Direktvergleich vorgenommen in einer kleinen Zusatzbefragung und haben festgestellt, dass diese Zahl im Direktvergleich sogar noch höher liegt. Deshalb sagen wir immer, wir bewegen uns um 60% geringer Gesundheitskompetenz in Deutschland inzwischen. Eine Entwicklung, die uns, glaube ich, beunruhigen sollte und vor allen Dingen auch die Politik beunruhigen sollte, wie wir finden. Gesundheitskompetenz ist sozial ungleich verteilt. Das haben wir schon in der ersten Studie gesagt und wir wiederholen es jetzt. Und stärker als bislang ist geringe Gesundheitskompetenz beeinflusst durch niedrige Bildung, niedrigen Sozialstatus und höheres Lebensalter. Und Sie sehen das hier in den Zahlen. Bei Menschen mit niedriger Bildung liegt der Anteil geringer Gesundheitskompetenz bei 78,3%. Und das sollte uns nachdenklich machen. Genauso die Zahl zum Sozialstatus. Da liegt der Anteil geringer Gesundheitskompetenz bei nahezu 72%. Wir haben hier also ein Problem, das speziell die unteren sozialen Schichten anbetrifft. Und das höhere Alter auch, aber hier ist der Abstand nicht ganz so groß. Wir haben in der neuen Studie zwei Entwicklungen, auf die ich besonders aufmerksam machen möchte. Wir haben hier interessante Verschiebungen. In der ersten Studie gehörten Menschen mit Migrationshintergrund sehr eindeutig zu den vulnerablen Gruppen und das galt auch für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und hier haben wir Veränderungen, die sehr, sehr interessant sind. Nach wie vor würden wir das sagen nach den Daten, aber wir sehen, wenn man genau betrachtet, wenn man hier differenziert, und das konnten wir tun, weil wir auch differenziertere Daten hatten, können wir sehen, dass es vor allen Dingen Menschen mit eigener Migrationserfahrung sind, wo der Anteil geringer Gesundheitskompetenz besonders hoch ist, also Menschen mit Fluchterfahrung. Und auch das sollte uns im Moment beschäftigen in der aktuellen Situation. Und für heute noch viel interessanter ist die untere Zeile. Da sehen wir nämlich, dass Menschen, vor allen Dingen Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen, ich möchte nicht unbedingt sagen mit Multimorbidität, ich bleibe mal einfach bei mehreren chronischen Erkrankungen, eine geringe Gesundheitskompetenz aufweisen. Die Zahl ist ungefähr so hoch wie die zum Alter, also 65,1%. Hier haben wir also interessante Verschiebungen, eine beruhigende Nachricht. Die Zahlen fallen nicht mehr so gravierend aus wie in der ersten Studie, aber es ist bedeutsam, vor allen Dingen unter Interventionsgesichtspunkten, denn da sollte die Aufmerksamkeit beim Thema chronische Erkrankung vor allen Dingen auf die Gruppe mit den Mehrfacherkrankten in den Blick nehmen. Fragen wir uns nun, was den Menschen eigentlich schwerfällt, wenn es um die Schritte der Informationsverarbeitung geht, also finden, verstehen, beurteilen und anwenden. Dann ist die Antwort sehr klar und Sie sehen das hier eher in den erdbeerfarbenen Balken jeweils. Die Beurteilung von Information fällt am schwersten. Hier ist der Anteil geringer Gesundheitskompetenz und das ist immer, sollte ich sagen, problematische und inadäquate Gesundheitskompetenz zusammengezogen. Hier ist dieser Anteil am schwersten. Und für Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen gilt es einmal mehr. Sie sehen hier eine leichte Abwärtsbewegung, wenn Sie diese rosafarbenen Balken von oben nach unten anschauen. Und das reicht für heute. Die Zahlen brauchen wir uns eigentlich gar nicht so genau anzuschauen. Nur uns klar machen,
wie gesagt, dass sie sehr hoch sind. Interessant ist hier zweierlei. Zum einen natürlich, was bedeutet es eigentlich, die Frage, was bedeutet es eigentlich, wenn die Beurteilung von Informationen schwerfällt? Es bedeutet, dass Information nicht richtig rezipiert werden kann. Sie prallt in der Regel ab, sie kann nicht richtig aufgenommen werden, sie kann nicht richtig in das eigene Wissensrepertoire integriert werden, wenn ich sie nicht beurteilen kann, wenn ich sie nicht einschätzen kann. Ich höre sie dann an und das war's. Das heißt aber auch in einem zweiten Schritt, dass sie nicht angewendet werden kann. Sie kann nicht genutzt werden. Und das heißt, wir haben hier unter Umständen Informationen, die nahezu wirkungslos bleibt. Der zweite Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist, dass die Unterschiede, wie gesagt, hier relativ gering sind. Also die Abstände von der Gruppe der Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen zur allgemeinen Bevölkerung. Das ist sozusagen die beruhigende Nachricht, aber immerhin, es sind in beiden Gruppen über 70%, die allein die Beurteilung von Informationen schwierig finden. Und es weist auch nochmal auf das Thema Digitalisierung, das ich vorhin schon thematisiert hatte. Schauen wir uns jetzt an, was die Menschen im Einzelnen schwierig finden, spiegelt sich das natürlich wieder. Es lohnt sich, einen Blick auf die ersten Items zu werfen. Da ist es überwiegend, die Vor- und Nachteile von verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten zu beurteilen und auch zu beurteilen, ob ich eine zweite Meinung von einem Arzt einholen sollte. Und das sollte uns deshalb zu denken geben. Ausgangspunkt, wie gesagt, war der Wandel der Patientenrolle. Und das sind ja zwei Aufgaben, die ich sozusagen als selbstbestimmter Patient unbedingt sozusagen Anforderungen, denen ich unbedingt nachkommen können sollte. Und wenn ich hier Schwierigkeiten habe, Informationen zu beurteilen, heißt es auch, dass wir den Wandel der Patientenrolle nicht befördern können oder dass wir hier Hindernisse auf dem Weg dahin haben. Und das gilt auch natürlich für das nächste Item, Informationen von meinem Arzt zu nutzen, um zu einer Entscheidung im Zusammenhang, einer eigenständigen Entscheidung könnte man noch sagen, oder einer mitbestimmten Entscheidung im Zusammenhang mit meiner Krankheit zu kommen. Auch hier sozusagen, auch das sollte uns nachdenklich stimmen, dagegen sind die Items, die eher mit der traditionellen Patientenrolle zu tun haben, nämlich den Empfehlungen meines Arztes oder Apothekers zu folgen, werden nach wie vor als sehr einfach beurteilt. Dies zeigt also, nochmals aus meiner Sicht, das Thema Beurteilung ist ein wichtiges Thema. Wir müssen es nachher aufgreifen und es ist speziell wichtig, wenn wir den Wandel der Patientenrolle weiter befördern wollen, wenn wir also, wie wir es vorhin gehört haben, zu eigenverantwortlichen und auch selbstbestimmten und aktiv handelnden Patienten kommen wollen oder wenn wir selbst so als Patient handeln wollen. Ich möchte jetzt zur Digitalisierung kommen. Wir haben vorhin auch gehört von Herrn Schwarze, dass die Digitalisierung vorangeht, dass sich unser Gesundheitswesen in einer digitalen Transformation befindet. Aber ich zitiere hier nochmal eine Erhebung der Bertelsmann-Studie aus dem Jahr 2018. Wir haben neu recherchiert, wir haben nichts Neues dazu gefunden. Wir gehen davon aus, dass sich nicht viel verändert hat. Wir sehen hier aber in jedem Fall, dass Deutschland bei der Digitalisierung extremen Nachhol- und Aufholbedarf hat. Und das ist ja auch ein politisches Thema. Das müssen wir im Kopf behalten, wenn wir uns jetzt die Daten anschauen, die wir dazu vorliegen haben. Und ich zeige Ihnen als erstes Daten zur Nutzung digitaler Informationsangebote. Auch hier haben wir die Zahlen für mehrere chronische Erkrankungen errechnet für diese Veranstaltung heute. Und ich will nur zwei, drei bemerken. Wir sehen, Internetseiten zum Thema Gesundheit werden genutzt in Deutschland, unserer Erhebung nach zu ungefähr 60%, aber eben von über 30% der Bevölkerung auch nicht. Und das ist nicht wenig. Und bei Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen sind es gut 40%, also mehr. Und dies setzt sich jetzt bei den nächsten Fragen fort. Soziale Medien werden zu 62% nicht genutzt, zu 69, fast 70% von Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen nicht. Digitale Geräte im Zusammenhang mit Gesundheit, da haben wir überall die gleiche Bewegung. Ich muss die Zahlen jetzt nicht im Einzelnen vorlesen. Sozusagen der Anteil der Nichtnutzung digitaler Möglichkeiten ist relativ groß. Bemerkenswert ist vielleicht die letzte Zahl noch, dass wir darauf schauen, digitale Interaktionen mit Gesundheitsdienstleistern.
werden von 85% der Bevölkerung nicht genutzt, beziehungsweise sie haben keine Erfahrung damit. Und auch hier haben wir 3% mehr bei Menschen mit chronischer Erkrankung. Und das heißt nicht, dass das sozusagen auf die Kompetenzen, das heißt nicht nur, dass wir hier vielleicht Probleme mit der digitalen Gesundheitskompetenz haben, die wir haben, sondern wir haben auch Probleme damit, und das zeigen uns die aktuellen Diskussionen, meine ich, über die EPA und das elektronische Patientenrezept und so weiter und so fort. Wir haben auch Probleme in Deutschland mit der Verfügbarkeit über solche Möglichkeiten. Das zeigt uns auch, wir haben ja einen Direktvergleich wir haben auch hier Corona-spezifische Daten erhoben, allerdings nur nach einem halben Jahr Dauer der Pandemie. Und da sehen wir schon leichte Verschiebungen, und wir müssen uns immer klar machen, wir haben mehr Gesundheitsinformationen als jemals zuvor unter Corona gehabt. Corona-spezifische Gesundheitsinformationen. Aber wir haben sie gehabt, und das hat sozusagen zu leichten Verbesserungen in all diesen Bereichen, die ich jetzt vorgetragen habe, geführt. Schauen wir uns die digitale Gesundheitskompetenz an, sehen wir, dass sie noch weitaus schlechter ausgeprägt ist als die allgemeine Gesundheitskompetenz. Hier haben wir einen Anteil von nahezu 76% geringer Gesundheitskompetenz bei der allgemeinen Bevölkerung und von nahezu 78% bei Menschen mit chronischen Erkrankungen. Hier ist der Unterschied also nochmal sehr viel kleiner als bei vielen anderen Sachen, anderen Items. Aber insgesamt sehen wir, dass der Anteil geringer Gesundheitskompetenz hier sehr hoch ist. Und nochmal, es deutet einerseits darauf, dass wir hier Handlungsbedarf haben. Und auf der anderen Seite, dass dieser nicht nur auf der persönlichen Ebene liegt, das muss ich immer wieder betonen, sondern auch auf der Ebene oder bei dem Erfordernis von Strukturveränderungen. Und auch hier haben wir 2 Items dazugefügt, die wieder unterstreichen, dass es das Thema Beurteilung ist, was den Menschen schwerfällt, nämlich zu beurteilen, wie vertrauenswürdig Informationen sind und ob sie überhaupt neutral sind oder durch kommerzielle Interessen geprägt sind. Und das zeigt auch nochmal aus unserer Sicht sehr deutlich, dass wir hier Strukturinterventionen brauchen, dass wir nämlich eine Verbesserung der Qualität von Informationen brauchen, dass wir Interventionen brauchen, die sozusagen die Vertrauenswürdigkeit, nicht nur die Evidenz, sondern die Vertrauenswürdigkeit von Informationen verbessern. Schauen wir auch hier ganz kurz, wie sozusagen die soziale Verteilung ist und wo wir dabei ansetzen müssen, auf welche Menschen sich Interventionen besonders konzentrieren sollten. So wiederholt sich ein Bild, das wir am Anfang hatten. Auch hier ist der Anteil geringer Gesundheitskompetenz höher, aber erschreckend hoch bei Menschen mit geringer Bildung, bei Menschen ab 65 Jahren. Und ich glaube, dass wir haben noch nicht gerechnet, nach den unterschiedlichen Altersstufen im höheren Alter, das steht noch aus. Ich glaube, dass wir da aber nochmal unterschiedliche Daten bekommen. Insofern glaube ich meinem Versprecher. Und bei Menschen mit niedrigem Sozialstatus. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass nicht alle dieser Menschen überhaupt über die nötigen digitalen Ausstattungen verfügen. Das muss man sich klar machen, speziell auf die Gruppe mit niedriger Bildung und niedrigem Sozialstatus. Auch hier haben wir ein Problem, dass durch die Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz nach dem Paragraph 20k nicht allein gelöst werden wird. Ich komme ganz kurz zur navigationalen Gesundheitskompetenz, obwohl das heute nicht das Thema ist, aber es ist für Menschen mit chronischer Erkrankung so unglaublich wichtig, weil sie ja viel intensiver als andere Menschen auf das Gesundheitssystem angewiesen sind und sich gerade mit dem Thema Information im Gesundheitswesen besser auskennen als andere Bevölkerungsgruppen. Und wir sehen hier, dass der Anteil geringer Gesundheitskompetenz hier noch einmal höher ist. Wir haben vorhin in den Ausführungen von Herrn Schwarze gehört, dass wir in Deutschland ein besonders komplexes, großes, aber auch unübersichtliches Gesundheitssystem haben, und das schlägt sich unserer Meinung nach hier nieder. Für Menschen mit chronischer Erkrankung gilt das noch einmal mehr. Sie haben noch einmal größere Schwierigkeiten, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden, und auch hier, denke ich, hat das weniger damit zu tun, mit der Kompetenzseite zu tun, sondern dass sie die Probleme im Gesundheitssystem einfach viel besser kennen als andere Menschen und die Schwierigkeiten daher besser einschätzen können. Ich gehe jetzt hier mal nicht auf die Items ein, obwohl auch das wieder darauf weist, dass wir hier Herausforderungen haben, auch um
sozusagen den Wandel der Patientenrolle voranbringen und bestärken zu können. Ganz zum Schluss, unsere Studie bestätigt, was viele andere Studien schon gezeigt haben, speziell amerikanische Studien, geringe Gesundheitskompetenz führt zu intensiverer Nutzung des Gesundheitssystems und zu einem ungesünderen Gesundheitsverhalten. Amerikanische Studien zeigen auch zu geringerer Selbstmanagementfähigkeit. Das haben wir in den europäischen Studien bislang nicht genauer in den Blick genommen. Ich komme zur Zusammenfassung. Die gesellschaftliche Bedeutung von Gesundheitskompetenz steigt immer mehr durch die Infodemie und zugleich hat sich die Gesundheitskompetenz in Deutschland verschlechtert. Ich darf an dieser Stelle auch das Ergebnis einfügen, dass wir auch im internationalen Ranking in der HLS-19-Studie immer auf den untersten 3 Plätzen zu finden sind. Die digitale und die navigationale Gesundheitskompetenz sind noch schlechter ausgeprägt. Auch hier befinden wir uns international in der Studie auf den letzten 3 Plätzen. Gesundheitskompetenz ist in dieser Studie noch stärker eine Frage der Bildung des Sozialstatus, des Alters und von eigener Migrationserfahrung und des Vorhandenseins von mehreren chronischen Erkrankungen. Und das müssen wir bei der Förderung von Gesundheitskompetenz unbedingt beachten. Die Unterschiede sind allerdings geringer geworden, sodass wir uns im Moment mit der Frage beschäftigen, können wir diese Menschen alle noch als vulnerable Gruppe bezeichnen? Wir würden sagen, eher als Gruppe mit einem höheren Risiko für geringe Gesundheitskompetenz. Ist nicht so schön, aber richtiger. Die Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit und Neutralität von Gesundheitsinformationen, speziell von digitalen Gesundheitsinformationen, wirft ganz besondere Schwierigkeiten auf. Die Förderung von Gesundheitskompetenz ist also eine noch bedeutendere Aufgabe geworden. Konkret würde ich dazu 3 Schritte heute vorschlagen. Die Verbesserung der Qualität von Informationen muss uns wichtig sein und heute liegt mir nochmal am Herzen. Natürlich geht es dabei um evidenzbasierte Informationen, aber es geht auch darum, dass der Inhalt nicht nur auf lexikalisches Wissen reduziert ist, sondern dass Gesundheitsinformationen mehr Informationen zur Problemlösung enthalten muss, für die sich den Erkrankten stellenden Herausforderungen. Das ist, wenn wir uns die Gesundheitsinformationen in Deutschland anschauen, eine wirkliche Herausforderung, das herzustellen. Natürlich muss der Fokus bei Interventionen auch auf der Ermöglichung eines gesundheitskompetenten Gesundheitssystems liegen. Das haben wir im Nationalen Aktionsplan immer wieder gefordert. Und das heißt, wir brauchen einen einfachen Zugang zu verlässlichen Gesundheitsinformationen und zur Unterstützung bei der Informationsverarbeitung. Und in einem solchen Gesundheitssystem ist es wichtig, dass die Förderung von Gesundheitskompetenz und auch die Selbstmanagement-Unterstützung während des gesamten Verlaufs chronischer Erkrankung und nicht nur an einigen Stellen punktuell selbstverständlich ist. Und wir brauchen mehr nachhaltige Investitionen in die Förderung von Gesundheitskompetenz und Selbstmanagement-Unterstützung. Und ich fühle mich durch deinen Vortrag, Marie-Luise, darin bestätigt zu sagen, wir müssen dabei, glaube ich, nach neuen Wegen suchen und wir müssen sie in Deutschland auch beschreiten. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Schäffer. Mich hat und haben die Daten ein klein wenig erschüttert, dass die Gesundheitskompetenz in Deutschland so dramatisch nach unten gegangen ist. Da ist viel Handlungsbedarf. Und wenn die These stimmt, dass Gesundheitskompetenz eine Voraussetzung auch für Selbstmanagement ist, dann besteht in der Tat viel Handlungsbedarf. Und die Individualisierung der Gesellschaft und die individuelle Verantwortung von Menschen in dieser Gesellschaft machen also den Umgang mit Informationen und den Zugang zu Informationen nochmal zu einer großen Herausforderung, die wir auf diesem Hintergrund sehen müssen. Und ich glaube, die nachhaltige Förderung und das Beschreiten neuer Wege und das Mitdenken in Kooperation dieser neuen Wege wird eine große Herausforderung sein. Und dabei brauchen wir insgesamt immer wieder die Patientinnen und Patienten selber, denn die müssen das mit akzeptieren und mitmachen.